So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX musste, ja, oder gar gibt jetzt weiter ab. Nach der FED-Sitzung gestern und den negativen US-Futures, ja, auch nicht sonderlich dann verwunderlich. Welche Aktie heute besonders auf den DAX drückt, ist die Bayer AG mit 8% im Minus. Das sind eben Übernahmegespräche mit Monsanto, die negativ aufgenommen werden. Hier gab es, weil jemand danach gefragt hat, wie man jetzt eine Bayer eben handeln kann, war hier ein Unterstützungsbereich eingezeichnet. Allerdings eben mit dem Hinweis, wenn es jetzt hier eine schöne Reversal-Kerze gibt, dann kann man hier einen Stopp, also das, wir haben hier Wochen, den Wochenchart, dann könnte man hier auf eine größere Gegenbewegung setzen. Jetzt ist die Woche noch nicht ganz rum, wir haben Donnerstag und im Tageschart, hier also am 12. Mai, kamen die ersten Gespräche auf, dass Bayer den US-Konzern übernehmen will, gab es schon mächtige negative Reaktionen und eben heute nochmal. Also hat er alleine diese Meldung hat jetzt der Bayer AG über 10% eben gekostet. Ist natürlich jetzt eine sehr Spekulation oder sehr spekulative Herangehensweise, wenn man jetzt hier im Wochenchart auf eine Umkehrkerze noch setzt und man sagt einfach, ja, das ist jetzt eine Überreaktion des Marktes. Dann kann man sicherlich in den unteren Zeitebenen, da dürfte eben alles überverkauft, also es wäre jetzt echt alles komplett antizyklisch, ja, kann man wirklich auf Intraday-Basis mal schauen, ob sich hier einen kleinen Boden bildet und dann vielleicht bei einem Herausnehmen eines Hochs sich long einstoppen lässt und dann den Stopp auf das Tief setzt und warten, was dann passiert. Das wäre jetzt hier wirklich für sehr spekulative Anleger eine Möglichkeit. Und ja, die jetzt mittelfristig oder langfristig vielleicht investiert sein wollen, das war ja auch hier die Frage, ja, muss definitiv die 91,70 eben zurückerobert werden. Beim DAX kommt heute auch nochmal, wie gesagt, kräftiger unter die Räder, erreicht nochmal hier die Daily-Unterstützung, nachdem gestern, wie im Video erwähnt, hier konnte man eine Long-Chance wahren. Dann habe ich ja geschrieben, noch hier mindestens Teilverkäufe, wenn nicht sogar einfach das R sichern, überhaupt vor der FED-Sitzung. Und wer jetzt hier nicht rausgegangen ist, konnte dann hier ein musste dann Minus verkraften. Allerdings hier 15-Minuten-Chart, auch vielleicht eine schöne Umkehrkerze, genau an der Tagesunterstützung. Also lässt sich hier womöglich, wer jetzt natürlich am Rechner sitzt und ja, eher spekulativ natürlich veranlagt ist, hier vielleicht einen kleinen Long-Versuch starten. Das Risiko ist natürlich dann relativ begrenzt, 20 Punkte oder sowas. Und man muss halt den Stopp dann auf das Tief setzen. Sonst suche ich natürlich Setups, die jetzt hier auch, das ist jetzt hier auch wirklich ein super Beispiel, ja, aus dem Wochenchart heraus, war hier frühzeitig eine Kaufmarke deklariert worden, dann gab es eben den Rücklauf, wie war auch dann besprochen im Artikel, ja, Richtung, ja, 4-Stunden-Chart Richtung EMA 200, fiel halt leicht drunter, der Stopp wurde dann enger gesetzt als jetzt hier im Wochenchart und gestern, als dann hier die Marke von 1,80 erreicht wurde,
kurz gesagt, ja, hier klar, Gewinnmitnahmen möglich. Die waren fielen aber jetzt relativ gering aus. Und dann erreicht er jetzt doch tatsächlich heute dann das Kursziel innerhalb von kürzester Zeit. Die 30 oder 25 kann man sich schenken. Also ja, im Prinzip wahnsinniges, tolles, schönes Setup im Euro-japanischen Yen würde hier kleinen Verlust dann realisiert, und da der Stopp eng nachgezogen worden ist, aber hier war dann halt nicht mehr möglich. Beim Pfund neuseeländische Dollar ist ja auch der Monsterausbruch passiert, und hier würde ich eben auch den Stopp jetzt dann enger nachziehen, ob jetzt direkt auf das heutige Tief. Muss man mal schauen. Ja, wäre denkbar, wird man sicherlich nicht groß unglücklich ausgestoppt oder jetzt noch definitiv auch einen Teilverkauf tätigen. So, was macht hier der DAX noch? Tickert der hier überhaupt live rein? Bewegt sich gerade nichts. Jetzt wird das geupdatet. Also hier hat sich jetzt eine schöne Umkehrkerze formiert. Jetzt kann man hier, wer wirklich spekulativ veranlagt ist und antizyklisch auch gerne agiert, einen Trade Richtung ja, Rainbow-Unterkante wagen und dann eben Teilverkäufe mitnehmen und dann den Stopp auf Einstand setzen. Hier Gold nähert sich dem weiteren, sage ich mal, Kurskauflimit an. War eben dann möglich, nachdem es hier mit der Kerze, da war ja hier eine negative, mal Intraday und jetzt gestern mit möglichen Zinssenkungen schadet natürlich Gold, aber ich denke, das ist jetzt hier einfach nur um Anleger aus dem Markt zu drängen. Genauso eben wie bei Silber. Silber hat jetzt heute das Kauflimit genau erreicht. Also ist man jetzt in Gold und Silber investiert. Und ab jetzt darf es dann von mir aus wieder steigen. Zu WTI gab es, wurde eben besprochen, als es hier stand, mit den beiden Marken, die aber jetzt noch kein konkretes Setup darstellten. Allerdings eben ein Schlusskurs unter dem EMA 38 wäre dann erstes Verkaufssignal. Dann in der Nacht hätte ich gern Rücklauf gehabt, eben Richtung 48,80 bzw. 70. Bis ja, knapp 70 lief es, und dann war hier 100 Pips bislang möglich. Also auch hier lag man richtig mit der Analysemethodik und ja, konnte man das traden. Im DAX, wie gesagt, kurzer Rebound möglich und sonst eher Seitenlinie. Und mal schauen, wie die Märkte noch heute Nachmittag reagieren werden. Danke fürs Zuhören und bis später.